Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns wieder einer Simulation. Wie soll es auch anders sein? Ich möchte mit euch gerne ein bisschen Susi 3 fahren. Und zwar mit dem Regionalexpress 5 von Köln nach Düsseldorf im Desiro HC von Siemens. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dann wechseln wir mal direkt in das Spiel. So, dann wollen wir mal schnell noch ein paar Eingaben machen. Nein, das war der falsche Knopf. So, die FIS einschalten. Wir sind der Zug 28522. Hallo? Noch eine 2 bitte, danke. Okay. Okay. Wunderhübsch. Nächster Halt, Köln Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Dormagen und Neuss, Düren und Aachen, zur S-Bahn in Richtung Horrem und Köln-Nippes, zur Stadtbahn sowie zum Fernverkehr. Ja, normalerweise kann man das hier schön rüberschieben. Das funktioniert mal wieder nicht so, wie es soll. Gut, dann gibt es heute halt keine Ausstiegsseitenansage. Hier wird mir gerade angezeigt, dass die Leute noch am Außen einsteigen sind, obwohl die Türen geschlossen sind. Naja, kann funktionieren, muss aber nicht. Ja, das sieht doch alles gut aus, soweit. Kameras kann man doch hier eh nicht angucken. Das wäre es ja noch, ne? Das Mannequin ist weg. Wir machen die Türen zu. Irgendwie fehlt mir hier leider das Geräusch der Türen, was halt auch sehr typisch für den Desiro HC ist. Aber nun, das kann ja sein, dass es irgendwann noch dazu kommt. Ansonsten ist der Sound von diesem Fahrzeug wunderbar getroffen. Werdet ihr gleich hören. Dann lassen wir mal losfahren. Haben wir ja heute einigermaßen gutes Wetter erreicht. Erreicht, natürlich. Erwischt, so. Nächster Halt, Köln Messe Deutz. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Overath, Troisdorf und Neuwied. Zur S-Bahn in Richtung Köln-Bonn-Flughafen und Troisdorf, zur Stadtbahn sowie zum Fernverkehr.
knapp daneben ist auch vorbei. Die Türen auf der rechten Seite. Da ist unser wunderhübsches Fahrzeug. Gut, wir können die Türen schließen. Und weiter geht's. Ich finde das ja übrigens sowieso total genial, wie realistisch einfach mal als Beispiel die Oberleitung aussieht in Susi. Ich kenne keinen Eisen-Simulator, wo das so schön aussieht wie in Susi. Klar, die Grafik ist nicht mehr die neueste. Es fehlen auch ein paar Effekte, die man sonst in anderen Spielen hat. Aber es sieht trotzdem verdammt schick aus und verdammt realistisch vor allen Dingen. Der Kollege von der S-Bahn Rhein-Ruhr. Nächster Halt, Köln-Mülheim. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Sulingen und Wuppertal, zur S-Bahn in Richtung Bergisch Gladbach sowie zur Stadtbahn.
Der Ausstieg ist auf der linken Seite. Hinten geschafft oder nicht? Oh ja, doch, sieht gut aus. Türen zu und weiter. Können wir mal ein bisschen Gas geben. Bei Kilometer 11,7 ist unser nächster Halt, das dann Leverkusen Mitte wäre.
mal langsam anfangen zu bremsen. Nächster Halt, Leverkusen Mitte. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Langenfeld. Das war ein Stück zu weit. Na, ob das noch passt mit der ersten Tür, ich weiß es ja nicht. Schauen wir uns das mal an. Ihr habt nichts gesehen, oder? Das Problem bei der Zusichtsteuerung ist, man muss sich immer zwischen Maus und Tastatur entscheiden. Und wenn man die Maus nimmt, dann spürt man natürlich die Rasten nicht. Bei der Tastatur muss immer noch mal einmal mehr drücken. Wenn du eine Raste überspringen musst, bzw. überwinden musst, da merkt man das dann eher. Und daher hatte ich auch gerade direkt mal die Zwangsbremsung drin gehabt. Aber nun ja, es kann nur besser werden. Table on the table. Diese Windgeräusche, die sind aber auch herrlich. Unser nächster Halt wird dann Düsseldorf-Benrath sein. Beim Kilometer 28,5. Mal ganz ehrlich, Leute, es muss nicht immer ein grafischer Schnickschnack sein. Das sieht doch auch einfach gut aus hier. Das reicht doch. Ist nicht so aufwendig, sieht aber auch nicht unrealistisch aus, ganz im Gegenteil. Ja, gefällt mir.
was sehe ich da? Einen heiligen ET? Den muss ich mal grüßen. Für diejenigen, die es nicht wissen, wenn man in Susi denselben Fahrplan fährt oder denselben Zug, heißt das nicht immer, dass die Gegebenheiten auf der Strecke auch dieselben sind. Also es kann auch mal sein, dass man mal eine Signalstörung hat, dass man mal am Gegengleis fahren muss, dass man mal auf der S-Bahn fahren muss. Das ist alles durch Zufall eingestellt, das kann man auch in der Intensität einstellen. Also abwechslungsreich ist es hier auf jeden Fall. Zu früh gebremst. Na, lass mal rollen. Nächster Halt, Düsseldorf-Benrath. Ich weiß gar nicht, ob man hier so weit vorfahren muss, aber nun ja. Auf jeden Fall schon mal schöner gepackt wie gerade.
Und weiter geht's. Table on the table geht immer gut beim Desiro HC. Der nächste Halt ist dann auch schon Düsseldorf Hauptbahnhof, wo dieser Streckenabschnitt auch endet und wo wir auch das Video beenden werden. Vorm Bahnhof werden einige Geschwindigkeitsbegrenzungen stattfinden, deswegen werde ich bei der Einfahrt in den Bahnhof nicht mehr so viel rumreden, sondern mich einfach versuchen zu konzentrieren. Das hier ist die Strecke, die aus Richtung Solingen kommt und die Güterzugumfahrung über Ratingen-Lindorf, wenn das jemand etwas sagt. Der Zug, der uns gerade entgegengekommen ist, der blaue Lind, der wird wahrscheinlich den RE47 dargestellt haben. Ich habe doch gedrückt, Leute. Dabei habe ich vorhin noch gesagt, ich will nicht so viel quatschen. Entschuldigung für den Tinnitus. Ist mal wieder nicht so gelaufen. Das ist wieder typisch ich. Immer wenn ich aufnehme, habe ich mindestens eine Zwangsbremsung, egal in welcher Simulation. Also was die Eisenbahn-Simulation angeht. So, jetzt aber aufpassen.
Oh, noch ein heiliger ET. Ein ET-420. Es müsste die S-68 sein. Muss ich echt mal in den Fahrplan schauen, ob man die auch fahren kann, also den 420er. Wäre ja eine Idee für ein nächstes Video. Mal gucken. Nächster Halt, Düsseldorf Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Wuppertal, zur S-Bahn in Richtung Mettmann und Karst, Kettwig, Solingen und Neuss, Mönchengladbach und Düsseldorf Flughafen Terminal, zur Stadtbahn sowie zum Fernverkehr. Düsseldorf Hauptbahnhof. So, da sind wir doch angekommen. Wunderbar. Naja, für die eine Zwangsbremsung habe ich immerhin 40% gekriegt. Warte mal, kann man das nicht auch irgendwie einblenden hier? Das hätte ich wahrscheinlich vorher irgendwie festlegen müssen. Nun ja, egal. Ja, das wäre es dann erstmal gewesen. Für dieses Video. Es hat ja diesmal einigermaßen gut geklappt. Ich hoffe, dass die Tonqualität und alles auch gepasst hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet, dann auch gerne ein Abo. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, euer Dominik aus Wuppertal. Tschüss.